The question was raised in our last presentation. Die Frage wurde aufgeworfen und jetzt bei dem letzten Vortrag. And Brother Philip posed this question. Und Bruder Philip hat diese Frage aufgebracht. What difference does it make? Welchen Unterschied macht es? Who cares? Was spielt es für eine Rolle? God the Son, Son of God. Gott der Sohn oder Sohn Gottes. Does it really matter? Spielt das eine Rolle? This question for me was not academic. Für mich war das keine akademische Frage. I was a minister of the Seventh-day Adventist Church. Ich war ein Prediger in der Gemeinde der Siebenten-Tags-Adventisten. I'd spent a lot of time becoming educated. Und ich habe viel Zeit dafür gebraucht, um ausgebildet zu werden. I was born in an Adventist hospital. Ich bin in einem adventistischen Krankenhaus geboren worden. All my friends were Adventists. Alle meine Freunde waren Adventisten. So answering this question, also diese Frage zu beantworten, the wrong way, und zwar auf die falsche Art und Weise, means that you are flush down the toilet. Das würde bedeuten, dass all das, was du geglaubt hast, die Toilette runtergespült wird. And for me, that was a very long pipe. Und das war für mich ein sehr langes Rohr. One of my friends, einer meiner Freunde, he was my elder in one of the churches that I pastored. Das war einer meiner Ältesten in einer der Gemeinden, wo ich der Pastor war. After I accepted that Jesus was the only begotten Son. Und nachdem ich angenommen hatte, dass Jesus der eingeborene Sohn war oder ist. Originally he had studied with me into this truth. Eigentlich hatte er vorher immer mit mir studiert, auch diese Wahrheit. And we both became convinced that Jesus was the Son of God. Und beide sind wir überzeugt worden, dass Jesus wirklich der Sohn Gottes ist. But when I stood and proclaimed my faith, aber als ich aufstand und meinen Glauben bekannt habe, he was shocked. War er schockiert. Why can't we just be quiet? Warum können wir das nicht so im Heimlichen glauben? Why do you have to make a noise about this? Warum musst du da jetzt ein großes Theater drum machen? And a few years later, einige Jahre später, he asked me a question. Hat er mir eine Frage gestellt. Because when you refuse to walk in the light, weil wenn du dich weigerst oder es ablehnst, im Licht zu wandeln, it is very likely that that light will go out. Dann ist es sehr wahrscheinlich, dass das Licht in dir ausgehen wird. And so he asked me a question. Er hat mir also eine Frage gestellt. What difference does it make? Was für einen Unterschied macht es denn? Why do you have so much conviction about the Son of God? Warum hast du so eine starke Überzeugung über den Sohn Gottes? And this question is found in the Song of Solomon. Und diese Frage ist in dem Hohelied Salomos enthalten. When the daughters of Jerusalem are asking the Shunammite woman, als die Töchter Jerusalems die Shulamit fragten, it's in Song of Solomon chapter 5. Das ist im Hohelied Kapitel 5. In verse 9. Hohelied 5, Vers 9. They ask her, und zwar wird sie gefragt, what is thy beloved more than another beloved? Was ist dein Geliebter vor anderen Geliebten? O thou fairest among women. O du Schönste unter den Frauen. What is thy beloved more than another beloved that thou dost so charge us? Was ist dein Geliebter vor anderen Geliebten, dass du ihn so beschwörst? And so that is the question. Das ist die Frage. What is your beloved more than any other beloved? Was ist dein Geliebter mehr oder besser als ein anderer Geliebter? And the answer to that question I wrote in this book. Und die Antwort zu dieser Frage habe ich in diesem Buch geschrieben. My beloved. Mein Geliebter. This is not a question of academics. Das hat diese Frage hat nichts mit akademischem Wissen zu tun. It's a question of love. Es ist eine Frage der Liebe. And who has your heart? Und wer dein Herz besitzt. And so I need to go back and share a little bit of my journey with you. Und deswegen muss ich ein bisschen zurückgehen und etwas von meiner persönlichen Reise mit euch teilen. I was educated right through the Adventist education system. Also meine ganze Ausbildung lief durch das adventistische Schulsystem. And in my final year of high school, und in meinem letzten Jahr auf der Oberschule, I was made by the teacher to memorize the third angel's message. Da wurde mir von dem Lehrer aufgegeben, die dreifache Engelsbotschaft auswendig zu lernen. The reason I was made to do it, und der Grund, warum ich das tun sollte, is it because it was on the exam. Weil es gehörte zum Examen. And you had to be able to recite the third angel's message. Du musstest die dritte Engelsbotschaft zitieren können. And so I memorized
Also habe ich sie auswendig gelernt, diesen Text. Fear God and give glory to him. Fürchte Gott und gebt ihm die Ehre. For the hour of his judgment is come. Denn die Stunde seines Gerichtes ist gekommen. And worship him that made heaven and earth, the seas and the fountains of waters. Und betet den an, der Himmel und Erde und die Wasserquellen geschaffen hat. And so in my final year. Also in meinem letzten Jahr. We all of us as a school group, we traveled to the Adventist University near Sydney. Die ganze Gruppe, die ganze Klasse ist dann zu so einem adventistischen zu der Adventistischen Universität in der Nähe von Sydney gereist. Because they wanted to encourage as many of us to go to the Adventist University. Weil sie wollten so viele von uns wie möglich ermutigen, dass sie dann auch auf die Adventistische Universität gehen. And all of us boys were sleeping in two rooms like this. Und alle Jungs, die dabei waren auf dieser Klassenreise, haben in zwei Räumen geschlafen. And as we are about to go to sleep. Und bevor wir dann schlafen sollten. You know what boys are like. Ja, ihr wisst ja, wie die Jungs so sind. Someone throws something at someone else. Einer hat was auf den anderen geschmissen. And then someone hits someone like this. Einer hat den anderen gestummt. And then there's a big fight. Und dann kam auf einmal da ein ziemlicher Kampf da auf. Things are flying everywhere. Überall sind die Dinge rumgeflogen. And the air is blue with foul language. Und die Luft war voll mit so Fluchworten und keiner guten Sprache. From these young Adventist Christian men. Und diesen jungen adventistischen christlichen Männern. And in the middle of all this. In der Mitte von allem. A voice came to me. Da kam eine Stimme zu mir. And this is the next generation to take the third angel's message to the world. Und die Stimme hat mir gesagt, das ist die nächste Generation, die dritte Engel, die dreifache Engelsbotschaft der Welt bringen soll. I said to myself, we are in big trouble. Da habe ich mir gesagt, oh Mann, wir haben echt ein Problem. And right then the door opened. Und gerade da hat sich die Tür geöffnet. And in the distance I could see three young ladies sitting on the edge of the building. Ja, also da war die Tür offen, dann konnte ich drei junge Frauen sehen, die haben da an der Kante von dem Gebäude irgendwo gesessen. And I felt I need to go and see what they are doing. Und ich hatte das Gefühl, ich sollte da hingehen und schauen, was die da machen. And it was like in slow motion. Es war alles wie in Zeitlupe. Things are flying past me. Überall sind die Dinge um mich rumgeflogen. And it's amazing I didn't get hit. Es ist ein Wunder, dass ich überhaupt nichts abgekriegt habe. Angel must have been protecting me. Irgendwie muss mich da ein Engel durchgeführt haben und mich beschützt haben. And I go over and I see these young ladies sitting there. Und dann gehe ich rüber und sehe da diese drei jungen Frauen sitzen. And they are reading the book Steps to Christ. Und sie haben zusammen das Buch Weg zu Christus gelesen. And I sat down and I began to listen. Und dann habe ich mich dazu ihnen gesetzt und habe zugehört. This was my calling. Das war meine Berufung. From a den of thieves. Also quasi aus einem Loch von Dieben herausgerufen zu werden. Out of Babylon. So raus aus Babylon heraus. Spiritual Babylon. Und zwar aus diesem geistlichen Babylon heraus. Because we were drinking the wine. Weil wir haben den Wein Babylons getrunken. And so the Lord called me out. Und der Herr hat mich da wirklich rausgerufen. Around this time I began to read the book Steps to Christ. Das war so die Zeit, da fing ich dann an, wirklich dieses Buch der Schritte zu Jesus zu lesen oder der Weg zu Christus. And I felt my need. Und ich habe gemerkt, ich habe ein Bedürfnis. I began to become aware of my contradictory life. Und es wurde mir klar, dass mein Leben eigentlich ein Widerspruch ist. Going to church on Sabbath. Ich gehe zwar am Sabbat in die Gemeinde. And thinking about the movies I'm going to watch at the night. Aber da habe ich dann nur oft dran gedacht, welchen Film ich dann am Samstagabend mir anschauen möchte. It was such a false life. Es war irgendwie so ein falsches Leben. Pretending and reading and singing about God. Ich habe das irgendwie so bekannt äußerlich und gesungen und über Gott gesprochen. But the gods I worshipped were the gods of sport and music. Aber die wirklichen Götter, die ich angebetet habe, das waren die Götter des Sports und der Musik. And movies. Und die Filme eben. These were my gods. Das waren meine Götter. And now I had this conflict. Und jetzt habe ich diesen Konflikt in meinem Geist. I didn't want to be a hypocrite. Ich wollte kein Heuchler sein. And so I began to read Steps to Christ. Also fing ich an, der Weg zu Christus zu lesen. And in the very first chapter, im allerersten Kapitel, it says, "Behold him in the garden." Da steht, schau ihn dir an, wie er im Garten ist. And I've heard the story many times. Ich habe die Geschichte ja schon so oft gehört. About Christ pleading with his Father in the garden. Über Christus in Gethsemane, als er zu dem Vater betet. And it was if
I was standing right next to him. Und dann war es auf einmal so, als würde ich direkt bei ihm stehen. I felt that I was right there. Und ich spürte, dass ich direkt da war. And I'm watching him. Und ich habe ihn angeschaut. As he's praying to his father. Habe ihn gesehen, wie er zu seinem Vater betet. And he's sweating drops of blood. Und wie er Tropfen von Blut ausschwitzt. And then I keep reading. Und dann habe ich weitergelesen. Behold him on the cross. Schau ihn dir am Kreuz an. And I imagine, or I, the Spirit puts in my mind the scene of the cross. Und dann habe ich mir das vorgestellt, oder der Geist hat es mir gezeigt, dieses Bild, wie er am Kreuz hängt. And I'm aware that he's hanging on the cross for some reason because of me. Und es ist mir klar, dass er am Kreuz hängt und aus irgendeinem Grund auch für mich dort hängt. And that this was causing him pain. Und dass ihm das Schmerzen bereitet. And every other time in my life when I caused somebody pain. Und jedes Mal in meinem Leben, wenn ich irgendjemanden Schmerz bereitet habe. They were not happy with me. Dann waren diese Leute wirklich mit mir nicht mehr sehr glücklich. So when I looked at his face. Und wenn ich jetzt in sein Gesicht geschaut habe. The Spirit of God showed me what was on his face. Der Geist Gottes hat mir gezeigt, was auf seinem Gesicht ist. And it was only love. Und es war nur Liebe. There was no anger. Da war keine Wut, kein Ärger. And instantly, und sofort, my heart reached out for him. Hat sich mein Herz zu ihm hingezogen gefühlt. I can trust this person. Und ich habe gedacht, ich kann dieser Person vertrauen. The Father revealed his son to me. Der Vater hat seinen Sohn mir offenbart. No one can come to the Son except the Father reveal him to you. Niemand kann zum Sohn kommen, sei denn der Vater bringt ihn. And he was revealed to me as a savior. Und er wurde mir als ein Erlöser, als ein Retter offenbart. To forgive my sin. Dass er meine Sünden vergeben würde. And so I knelt down. So habe ich mich niedergekniet. And I asked Jesus to come into my heart. Und ich habe ihn gebeten, dass er in mein Herz hineinkommt. And instantly I felt this peace come over me. Und sofort habe ich diesen unglaublichen Frieden gespürt, der über mich gekommen ist. Such a sense of peace. So ein Gefühl von Frieden. That all of the guilt and rubbish in my life. So dass die ganze Schuld und dieser ganze Müll in meinem Leben. Began to pour out of me with hot tears. Der ist dann auf einmal aus mir rausgesprudelt mit heißen Tränen. I'd been set free. Und ich bin frei geworden. By the cross of Christ. Durch das Kreuz Jesu. And that is what began my journey. Und das war, als meine Reise angefangen hat. At the foot of the cross. Meine Reise am Fuß des Kreuzes. So the issue of the Son of God for me has never been primarily academic. Also dieses Thema über den Sohn Gottes hat für mich niemals nur eine rein akademische Bedeutung gehabt. It has been a continual pursuit to find the one that I saw on the cross. Es war eigentlich immer diese Suche, um den zu finden, der da am Kreuz hing. That forgave me of my sins. Und der mir meine Sünden vergeben hat. And so when I studied the subject of the Son of God. Als ich angefangen habe, das Thema über den Sohn Gottes zu studieren. I began to see. Dann habe ich angefangen zu erkennen. The reason why this is so important. Ich habe den Grund angefangen zu erkennen, warum es so wichtig ist. And I needed to know why this was important. Ich musste auch wissen, warum es so wichtig ist. Because it would mean I would have to give up everything that I had. Das würde bedeuten, dass ich alles aufgeben musste, was ich hatte. Except my family. Außer meine Familie. My house, my reputation, my career. Gone. Also mein Haus, mein Ruf, meine Karriere, alles wäre weg, wenn ich an den geborenen Sohn glauben würde. So you would want to make sure. Und dann möchtest du dir schon ganz sicher sein. And I had just written the book called Identity Wars. Ich hatte gerade mein Buch, was your first book, ja? Yes. Ich hatte gerade mein erstes Buch fertig geschrieben, das heißt Identity Wars. Identity Wars. And the key text for this book is in Matthew 3:17. Und der Schlüsseltext für dieses Buch ist in Matthäus 3, Vers 17. And the Father speaks to his son. Der Vater spricht hier zu seinem Sohn. This is my beloved son in whom I am well pleased. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. And every time I read this text, jedes Mal, wenn ich diesen Text gelesen habe, I felt joy.
habe ich so eine Freude gespürt. I felt a sense of acceptance from the Father because of his son. Ich habe gespürt, dass ich beim Vater angenommen bin wegen seinem Sohn. And it slowly began to dawn on me. Und es dämmerte mir so nach und nach. That the sense of sonship that Jesus has to his Father. Dass dieses Gefühl von Sohnschaft, das Jesus in Bezug auf seinen Vater hat. Comes to me through his Spirit. Dass dieses Gefühl der Sohnschaft zu mir kommt durch seinen Geist. That his inheritance. Seine Erbschaft. Is then given to me. Die wird mir gegeben. That he was given everything by inheritance. Ihm wurde alles durch die Erbschaft gegeben. And he gives this to me. Und er gibt es weiter an mich. And what is the most important thing that he gives to me? Aber was ist das Wichtigste, was er mir gibt? A knowledge that he is loved by his Father. Das Wichtigste ist, ist das Wissen, dass er von seinem Vater geliebt wird. There is nothing more important than this. Und es gibt nichts, was wichtiger ist als dies. To know you are loved by the Father. Zu wissen, dass du geliebt wirst vom Vater. But in the second person of the Trinity, aber in der zweiten Person der Dreieinigkeit, whether you are loved by the Father, ob du jetzt vom Vater geliebt wirst, you have your own power. Oder nicht, du hast ja deine eigene Macht in dir. You are God. Du bist ja Gott. And so the Father loves God the Son in the same way that the Son loves the Father. So Gott der Vater liebt Gott den Sohn auf die gleiche Art und Weise wie Gott der Sohn Gott den Vater liebt. It's a completely different type of love. Es ist eine vollkommen andere Art von Liebe. And then I began to understand. Ich begann zu verstehen. That only the begotten Son. Dass nur der eingeborene Sohn. Shows to us the agape of the Father. Nur der eingeborene Sohn zeigt uns die Agape-Liebe des Vaters. Because he gave everything to his son. Weil der Vater alles seinem Sohn gegeben hat. This is the proof that God is love. Und das ist der Beweis, dass Gott Liebe ist. But with God the Son, mit Gott dem Sohn, all I have proof is allen Beweis, den ich habe, ist, dass Jesus can demonstrate his great spirit of self-sacrifice. Ist, dass Jesus seinen Geist der Selbstaufopferung zeigen kann. He shows you by his own power, er zeigt dir durch seine eigene Kraft und Macht, that he can give up everything. Dass er alles aufgeben kann. And if I copy this example, wenn ich dieses Beispiel nachahme, it could lead me to a life of monasticism. Das könnte mich zu einem Klosterleben führen. To give up everything. Dass ich alles aufgebe. To serve God. Um Gott zu dienen. Because this is what I see in Jesus. Weil das würde ich in diesem Jesus sehen. He demonstrates his power. Er demonstriert seine Macht. As whereas the Son of God. Jetzt aber der Sohn Gottes. He is resting in his Father's love. Er ruht in der Liebe seines Vaters. And then I read the text in John chapter 5. Dann habe ich in Johannes 5 gelesen. Verse 26. Johannes 5, Vers 26. For as the Father has life in himself, so he's given to the Son to have life in himself. Denn wie der Vater das Leben in sich selbst hat, so hat er auch dem Sohn verliehen, das Leben in sich selbst zu haben. The church taught me, oh, this is during the incarnation. Die in der Gemeinde wurde mir gelehrt, das bezieht sich auf die Zeit, wo er auf der Erde war, während er Mensch But that war. Doesn't make any sense at all. Aber das ist überhaupt total unlogisch. He is depending only on the Father. Er hängt nur vom Vater ab. But the Father is giving him life to heaven himself. Aber der Vater gibt ihm Leben, das es in sich selbst hat. Doesn't make any sense. Es passt nicht zusammen. And of course the big challenge for me, die große Herausforderung für mich, was the spirit of prophecy quote, war dieses Zitat vom Geist der Weissagung. In Christ was life original, unborrowed, underived. In Christus war Leben ungeborgt, unabgeleitet und ja. And for me this answered everything. Und das hat für mich eigentlich alles beantwortet. Okay, he didn't borrow it from anybody. Also er hat es von niemandem bekommen, nicht geborgt. Because I was only thinking in the context of power and position and performance. Weil ich nur in dem Zusammenhang von Macht, Kraft und Leistung gedacht habe. One of my colleagues expressed it to me this way. Einer meiner Kollegen hat es so ausgedrückt. Divinity cannot be inherited.
Göttlichkeit kann nicht vererbt sein. Either you have it or you don't. Entweder hast du Göttlichkeit oder du hast sie nicht. And where do you find this in the Bible? Aber wo steht das in der Bibel? Interesting philosophy. Das ist eine interessante Philosophie. But it's not in the Bible. Aber in der Bibel steht das nicht. Divinity cannot be inherited. Göttlichkeit kann nicht vererbt werden. And I began to think about the 1888 message. Dann fing ich an, über die 1888 Botschaft nachzudenken. I studied Wagner and Jones. Ich habe Wagner und Jones studiert. On Hebrews chapter 1 and verse 4. Besonders über Hebräer 1 Vers 4. As he has by inheritance obtained a more excellent name. Weil er durch Erbschaft einen höheren Namen empfangen hat als die Engel. And A.T. Jones says. Und A.T. Jones sagt. And what is this name that he inherits? Was ist der Name, den er geerbt hat? The name God. Der Name Gott, den hat er geerbt. It is inherited. Es ist vererbt worden. It is freely bestowed upon him. Es ist ihm frei gegeben worden. Without any works. Ohne irgendwelche Werke. And what does the Son of God say when he is given everything? Und was sagt der Sohn Gottes, wenn ihm alles gegeben wird? He says Amen. Er sagt Amen. And the Son of God believed his Father. Der Sohn Gottes glaubt seinem Vater. And it was counted unto him for righteousness. Ja, der Sohn Gottes glaubte seinem Vater und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Oh, so the belief in the Son of God. So der Glaube an den Sohn Gottes. Is the very cornerstone of righteousness by faith. Ist eigentlich der Eckstein oder das Fundament von Gerechtigkeit durch Glauben. Now this was something I was willing to fight for. Und das war etwas, da war ich willig dafür zu kämpfen. For this I would sell everything. Dafür würde ich alles verkaufen. That I may procure this pearl of great price. Damit ich diese Perle von großem Wert erhalte. And we see this in Hebrews chapter 12. Hebräer Kapitel 12. Verse 2. Hebräer 12 Vers 2. The King James adds a word in here that doesn't belong there. Okay, die King James hat hier ein Wort zugefügt, das eigentlich nicht zu dem Text gehört. So I'll read it without that word. Ich lese es jetzt ohne dieses Wort. Looking unto Jesus, the author and finisher of faith. Indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. So Jesus is the Son of God by faith alone. Jesus Christus ist der Sohn Gottes allein durch Glauben. He sits upon the throne of the universe. Er sitzt auf dem Thron des Universums. By faith alone. Allein durch den Glauben. Faith in his Father's word. Und zwar hat er Glauben an das Wort seines Vaters. The Father says to his Son. Der Vater sagt zu seinem Sohn. Thy throne, O God, is forever and ever. Dein Thron, O Gott, währt von Ewigkeit zu Ewigkeit. And the Son believes his Father. Und der Sohn glaubt seinem Vater. And so He rules the universe by divine privilege. So er regiert das Universum durch ein göttliches Vorrecht. And therefore he rules the universe with a sense of gratitude. Und deswegen regiert er das Universum mit einem Gefühl der Dankbarkeit. This mythological being called God the Son. Aber dieses kind of being? Dieses mythologische Wesen, das Gott der Sohn genannt wird. He supposedly rules the universe by divine right. Aber er regiert das Universum, weil er das göttliche Recht dazu hat. He has every right to rule. Er hat jedes Recht dazu zu herrschen. Because he is God. Weil er Gott ist. By his own power. Durch seine eigene Macht. And his own intellect. Und durch seinen eigenen Intellekt. This being is not a god of faith. Aber dieses Wesen ist nicht ein Gott des Glaubens. It is a god of power. Es ist ein Gott der Macht, der Kraft, intellect. Des Intellekts. This god is useless to me. Für mich ist dieser Gott nutzlos. Because I must live by faith. Weil ich muss ja durch den Glauben leben. Everything that I have is given to me. Alles, was ich habe, wurde mir gegeben. And I must live by faith. Ich muss im Glauben leben. And the Bible says, by beholding you become changed. Die Bibel sagt, durch Anschauen werden wir verwandelt. If I behold a being that does everything by his own power. Wenn ich immer ein Wesen anschaue, das alles durch seine eigene Kraft tut. And stands eye to eye with his Father. Das Auge um Auge mit seinem Vater steht. As co-equal. Und genau gleich ist wie der Vater. Then this is what I will do to the Father. Dann werde ich das auch nachahmen. I will ascend into heaven and I will be like the Most High. Dann will ich auch in den Himmel auffahren und so sein wie der Allerhöchste. But the Bible says, die Bibel sagt, I do nothing of myself.
Da sagt Jesus, ich tue nichts aus mir selbst. As I hear, so wie ich höre, so, I judge. So richte ich. This is something that I can copy. Und das ist etwas, was ich nachahmen kann. I cannot copy God the Son. Ich kann Gott den Sohn nicht nachahmen. But I can copy the Son of God. Aber den Sohn Gottes, den kann ich nachahmen. I can be transformed into his image. Ich kann in sein Bild hineinverwandelt werden. Without finding myself staring directly at God. Ohne dass ich mich selber direkt sehe, wie ich Gott anstarre, Auge um Auge. And having the audacity to think that I'm equal with him. Und vielleicht noch das Gefühl habe, ich bin gleich mit ihm. Jesus does not do this. Jesus tut das nicht. He does not consider it robbery to be equal with God. Er hat es nicht als Raub angesehen, mit Gott gleich zu sein. Not based on his power. Und zwar nicht basiert auf seiner Macht. But based on his relationship. Ja, er, und zwar basiert diese Gleichheit auf seiner Beziehung zu Gott. Because it says in John 10:15. Weil in Johannes 10:15 heißt es. As the Father knows me. So wie der Vater mich kennt. So know I the Father. So kenne ich den Vater. That is equality. Das ist Gleichheit. That you and I can experience with God. Eine Gleichheit, die auch du und ich mit Gott erfahren können. Because if the Son knows the Father. Denn wenn der Sohn den Vater kennt. It says something very interesting in 1 Corinthians chapter 2. Und da steht etwas Interessantes in 1. Korinther Kapitel 2. Verse 16. 1. Korinther 2 Vers 17. Which almost no one believes. 1. Korinther 2 Vers 16. Es ist etwas, was kaum einer glaubt. For who hath known the mind of the Lord that he may instruct him? Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt, dass er ihn belehre? Well, apparently God the Son does. Anscheinend Gott der Sohn hat das. But then it says, but we have the mind of Christ. Wir aber haben den Sinn des Christus. Do you have the mind of Christ? Hast du den Geist von Christus, den Sinn von Christus? If you worship God the Son, wenn du Gott den Sohn anbetest, this is a very hard thing to answer. Dann ist es eine harte Sache zu beantworten. But if you worship the Son of God, wenn du aber den Sohn Gottes anbetest, you believe it by faith. Dann glaubst du es. You inherit it. Dann erbst du es und du glaubst es, du nimmst es im Glauben an. By faith. Durch den Glauben. This is how I know that I have the mind of Christ. So weiß ich, dass ich den Sinn Christi habe. Because I cannot have it any other way than by faith. Ich kann es sowieso nur auf die eine Art und Weise haben, nur durch den Glauben. And if I have the mind of Christ, wenn ich den Sinn Christi habe, then I have access to know my Father. Dann habe ich auch Zugang, um meinen Vater zu kennen. And this brings me to the next story. Das bringt mich zu der nächsten Geschichte. And that happened 16 years after the one I just told you. Und das ist dann 16 Jahre später passiert, zu der Geschichte, die ich euch am Anfang erzählt habe. When I was brought to the cross. Als ich zu dem Kreuz gebracht wurde. And it was concerning the birth of my son. Da ging es jetzt um die Geburt meines Sohnes. And I tell this story all the time. Ich spreche da immer wieder drüber. One, because I love to remember it. Erstens einmal, weil ich mich gern daran erinnere. But two, because it's the very foundation of my ministry. Aber zweitens auch, weil es wirklich das Fundament meines Dienstes ist. When my son was born, als mein Sohn geboren wurde, after 11 hours of labor by my poor wife, nach 11 Stunden harter Arbeit, harter Wehen meiner Frau, with a beaming face, mit einem glühenden Gesicht, she handed me my son. Hat sie mir meinen Sohn übergeben. And I had a new respect for womanhood. Ich hatte da wirklich neuen Respekt vor Frauen gewonnen. Because if I had have gone through what she went through, denn wenn ich da durchgegangen wäre, durch was sie gegangen ist, I wouldn't be smiling. Dann hätte ich nicht mehr gelächelt an dem Punkt. But she was smiling. Aber sie hat gelächelt. And she hands me my son. Und sie hat mir meinen Sohn gegeben. And I hold him in my arms. Ich habe ihn in meinen Arm gehalten. And I call it the eternal moment. Und es war für mich wie so ein ewiger Moment. When our eyes meet together for the first time. Als unsere Augen sich das erste Mal getroffen haben. This is my son. Das ist mein Sohn. My beloved son. Mein geliebter Sohn. And the connection between myself and my son. Und diese Verbindung zwischen mir und meinem Sohn. Was such that I prayed this prayer. Die war so, dass ich dieses folgende Gebet gebetet habe. I don't want anything to come between me and my son. Ich möchte nicht, dass irgendetwas jemals zwischen mich und meinem Sohn tritt. And I just want him to know me. Und ich möchte, dass er mich richtig kennt. And 4 years later, I'm thinking about this prayer. Und 4 Jahre später habe ich über dieses Gebet nochmal nachgedacht. I'm walking on a Sabbath day. Da bin ich am Sabbat gelaufen. And I hear the voice of God. Und dann höre ich die Stimme Gottes. Do you remember this prayer? Kannst du dich an dein Gebet damals erinnern? Yes. Ich habe gesagt, ja, so Herr. I repeated it.
Da habe ich das Gebet nochmal wiederholt. And it's very clear in my mind. Und ganz klar in meinem Geist. This is how I feel about you. Habe ich die Stimme gehört. Genau so fühle ich über dich. And so I had to think. Jetzt musste ich nachdenken. This is the God of everything. Das ist der Gott von allem. He's saying to me a little piece of dirt. Er sagt zu mir ein kleines Stück Dreck. A worm. Ich bin eigentlich nur ein Wurm. I don't want anything to come between me and you. Ich möchte nicht, dass irgendetwas zwischen dich und mich tritt. And I just want you to know who I am. Und ich möchte, dass du weißt, wer ich bin. To know me. Dass du mich kennst. As I know you. So wie ich dich kenne. Beautiful. Das war so wunderbar. But my flesh is saying, this is not possible. Aber mein Fleisch hat gesagt, nee, das ist nicht möglich. Me. Mich. And here I am, a minister of the gospel. Und hier bin ich ein Prediger des Evangeliums. Preaching about God's acceptance. Und ich spreche darüber, dass man bei Gott angenommen ist. To will is present in my mind. Ja, und es ist auch es war mir in meinem Kopf schon bewusst. But how to make my heart believe this? Aber wie bringe ich mein Herz dazu, dass es das auch wirklich glaubt? How can I believe this? Wie kann ich das glauben? Because I look at my life. Wenn ich mein Leben anschaue, and I need to talk about this later. Dann muss ich später nochmal drüber sprechen. And at that moment, I climbed up on the judgment seat. In diesem Moment bin ich auf den Gerichtsstuhl geklettert. So I was both judge. Dann war ich beides, der Richter and judged. Und der gerichtet wird. And Adrian says, guilty. Adrian hat gesagt, schuldig. You cannot have this relationship with God. Nein, du kannst so eine Beziehung mit Gott nicht haben. And I'm tempted to believe my own judgment. Und ich war versucht, meinem eigenen Gericht zu glauben. But if I believe my own judgment, aber wenn ich meinem eigenen Gericht glaube, I'm removing God from his throne. Dann tue ich ja Gott von seinem Thron wegschieben. The God of the universe says, I want to know you. Der Gott des Universums sagt zu mir, ich möchte dich kennen. And my flesh is saying, this is not possible. Und mein Fleisch sagt, nee, das ist nicht möglich. I will not allow it. Das werde ich nicht zulassen. Because you are filth. Weil du bist ja nur ein Stück Dreck. And so this great war in my mind. Und da war ein großer Krieg in meinem Geist, der da vor sich ging. Do I believe God? Glaube ich Gott? Or do I believe myself? Oder glaube ich mir selbst? And this conflict went on for quite some time. Und es dauerte eine Zeit lang mit diesem Krieg. Until finally my, can you imagine my father? Könnt ihr euch meinen Vater vorstellen? Our father. Unser Vater. He reveals his heart to me. Er offenbart mir sein Herz. He opens his heart to me and he tells me how he feels about me. Er öffnet mir sein Herz und sagt mir, wie er über mich fühlt. And I'm down here having a conversation with myself about whether this is possible. Und ich bin da unten und unterhalte mich mit mir selber, ob das denn wirklich möglich sein kann. And he's standing there and waiting for an answer. Und er steht da und wartet auf eine Antwort. I made him wait for over 15 minutes. Und ich glaube, ich habe ihn mindestens 15 Minuten warten lassen. Our God is patient. Aber Gott ist ja geduldig. He said, okay, if you don't want it. Er hätte ja sagen können, okay, wenn du das nicht willst. But he waits for his son. Nein, er wartet auf seinen Sohn. And so he says to me, er hat gesagt zu mir, conviction in the mind. Es ging alles in meinem Kopf ab. Are you going to reject me? Wirst du das ablehnen? And it was like a bolt of lightning. Und das war wie so ein Lichtblitz. And this was my opportunity for eternal life. Und das war meine Gelegenheit für das ewige Leben. And I chose to believe him. Und ich habe erwählt, dass ich ihm glaube. And so I know I am a son of God. Ich weiß, dass ich ein Sohn Gottes bin. I know that the Father loves me. Ich weiß, dass der Vater mich liebt. Not because of my works. Und zwar nicht wegen meinen Werken. But because he told me. Sondern weil er es mir gesagt hat. You are my beloved son, in whom I am well pleased. Du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. In Christ Jesus. Und zwar in Christus Jesus. And the proof of this. Der Beweis dafür is in Desire of Ages, page 113. Ist im Leben Jesus, Seite 113. And Ellen White writes, da schreibt Ellen White, the most beautiful words I've ever read from her. Das sind die schönsten Worte, die ich je von ihr gelesen habe. The word which was spoken to Jesus at his baptism, die Worte, die zu Jesus an seiner Taufe gesprochen wurden, is spoken to every one of us.
Die werden zu jedem Einzelnen von uns gesprochen. You are my beloved child, in whom I am well pleased. Du bist mein geliebtes Kind, an dem ich wohlgefallen habe. How can it be possible? Wie kann das möglich sein? But in Christ Jesus it is possible. Aber in Christus Jesus ist es möglich. Christ is not only the Son of God. Christus ist nicht nur der Sohn Gottes. He's the Son of Man. Er ist auch der Menschensohn. He's the second Adam. Er ist der zweite Adam. He took my nature upon himself. Er hat meine Natur auf sich selbst genommen. And in my nature. Und in meiner Natur. God said to his son. Sagte Gott zu seinem Sohn. You are my beloved son. Du bist mein geliebter Sohn. And that gives me hope. Das gibt mir Hoffnung. Gives me faith to believe. Das gibt mir Glauben, dass ich glauben kann. That I am his son. Dass ich glauben kann, dass ich sein Sohn bin. Through Christ Jesus. Durch Jesus Christus. And so once I had this experience. Als ich einmal diese Erfahrung gemacht habe. I began to question about the Trinity. Dann habe ich angefangen, Fragen zu stellen über die Dreieinigkeit. This is back in 2001. Es war ungefähr 2001. And I asked myself this question. Ich habe mir folgende Frage gestellt. If Jesus is the Son of God by faith. Wenn Jesus der Sohn Gottes durch den Glauben ist. Then how is he equal with God? Wie kann er dann mit Gott gleich sein? Is it his power? Ist es jetzt seine Macht? Or is it his relationship? Oder ist es die Beziehung, die er zum Vater hat? And this became the great struggle in my mind. Und es wurde ein ziemlicher Kampf in meinem Geist. And I thought he has to be by relationship. Und dann dachte ich mir, es kann nur durch seine Beziehung zum Vater sein. But the big reason why the next big reason why this became important to me. Aber der nächste große Grund, warum mir das so wichtig wurde, is that the relationship between God and his son. Dass die Beziehung zwischen Gott und seinem Sohn is the relationship between husband and wife. So ist wie die Beziehung zwischen Ehemann und Ehefrau. For we were made in God's image. Weil wir sind ja in Gottes zu Gottes Bild geschaffen. And my dear Trinitarian friends tell me. Und meine lieben trinitarischen Freunde sagen mir. Genesis 1:26. 1. Mose 1:26. That the word Elohim is plural. Dass das Wort Elohim plural ist. It's three. Und zwar drei müssen das sein, drei. And I say, explain to me why God called Moses Elohim. Dann habe ich gesagt, ja, erklärt mir mal, warum Gott Mose Elohim nennt. No answer. Keine Antwort. But Ellen White gives an answer. Aber Ellen White gibt eine Antwort. Spirit of Prophecy, Volume 1. Geist der Weissagung, Band 1. Page 24. Seite 24. Down the bottom. Ganz unten. In English. Ja, im Englisch. God said to his son. Gott sagte zu seinem Sohn. Let us make man in our image. Lass uns den Menschen schaffen in unser Ebenbild. So this is God and his son. Da ist Gott und sein Sohn. Making Adam and Eve. Und die erschaffen Adam und Eva. And everything became clear. Und dann wurde auf einmal alles klar. As the woman came forth from the man. So wie die Frau von dem Mann hervorkam. And inherited everything that he possessed. Und sie hat alles geerbt, was er bereits besaß. So Christ before this had come forth from the Father. Und Christus genauso kam von dem Vater hervor. And inherited everything he possessed. Und hat alles geerbt, was er von seinem Vater, was sein Vater besitzt. The Bible was like reading a new book. Und auf einmal wurde die Bibel wie ein neues Buch für mich. It became so simple. Es wurde so einfach. And so this emphasis on blessing. Und diese Betonung auf den Segen. The Father is blessing his son. Der Vater segnet seinen Sohn. It completely changed my comprehension of my role as a husband and father and pastor. Das hat dann auch vollkommen mein Verständnis von meiner Rolle als Ehemann, als Vater und als Prediger oder als Pastor verändert. It is the doctrine of the Father and Son. Es ist die Lehre vom Vater und vom Sohn. That calls for elders and fathers. Die ruft nach Ältesten, nach Vätern. To speak words of blessing. Dass sie Worte des Segens sprechen. Over their wife and children. Und zwar über ihre Frau, über ihre Kinder, and congregation. Über ihre Versammlung. This is the practical application. Das ist die praktische Verwendung dafür, Anwendung. Of believing in Father and Son. Dass man an den Vater und an den Sohn glaubt. You must become someone of blessing. Du musst jemand werden, der segnet. But the great difficulty that men have in this position. Das große Problem, das der Mensch in dieser Position hat, is if a husband says to his wife, wenn ein Mann zu seiner Frau sagt, I bless you, my dear. Ich segne dich, meine Liebe. Oh, wonderful. Wunderbar.
Yeah, great. Okay, super. When a man has a sense of his own sinfulness, wenn ein Mann ein Gefühl seiner eigenen Sündhaftigkeit hat, and he knows that he has maybe not been the husband he should be, und er weiß, er ist vielleicht nicht der Ehemann gewesen, der er hätte sein sollen, how can he stand before his wife and children and bless them? Wie kann er vor seiner Frau und vor seinen Kindern stehen und sie segnen? And this is why men stay in a position where they do not bless. Und das ist oft der Grund, warum Männer in einer Position bleiben, wo sie nicht segnen. They feel unworthy, sie fühlen sich unwürdig, to do this. Das zu tun. And when a man feels unworthy, und wenn ein Mann sich unwürdig fühlt, he becomes angry. Dann wird er auch oft wütend. He begins to curse. Er fängt an, eher zu verfluchen. He begins to hit. Er fängt an zu schlagen. So rather than blessing, anstatt zu segnen, he is cursing. Fängt er an zu fluchen, and zu verdammen. So, ja. And for so many men, und so viele Männer. And as I listen to older men, wenn ich manchmal älteren Männern zuhöre, so many men that are about 10, 15 years older than me, so viele Männer, die vielleicht 10, 15 Jahre älter sind als ich, they talk about how their fathers would beat them. Sie erzählen, wie ihre Väter sie geschlagen haben. So, when someone has been beaten by their father, wenn jemand von seinem Vater geschlagen worden ist, what can they give to their wife and children? Was kann er dann seiner Frau und seinen Kindern weitergeben? They have nothing to give them. Er hat nichts, um ihnen zu geben. Emotionally, von seinen Gefühlen her hat er nichts. Beaten out of them. Das ist aus ihm rausgeschlagen worden. Because of their fathers telling them, ihre Väter hatten ihnen gesagt, thinking in order to discipline their children, weil sie ihre Kinder disziplinieren wollten. And they would tell them, why are you always so stupid? Warum bist du immer so dumm? You're always in trouble. Du machst nur Probleme. Why do I always have to hit you? Warum muss ich dich immer schlagen? And if a boy is hearing this all the time, und wenn ein Junge das die ganze Zeit hört, he's hearing that he's stupid, dann hört er, dass er dumm ist, that he's wicked, dass er böse ist. What does he become? Was wird er dann werden? The father has power to produce prophetic words. Der Vater hat quasi eine Macht, prophetische Worte hervorzubringen. The book of Proverbs tells us. Das Buch der Sprüche sagt uns. 18, Vers 21. Life and death are in the power of the tongue. Leben und Tod sind in der Macht der Zunge. If you tell your children they are wicked, wenn du deinen Kindern erzählst, dass sie böse sind, they will become wicked. Dann werden sie auch das werden. If you become irritated with them all the time, wenn du ständig von ihnen angefochten wirst, they get the sense that they are annoying to you. Dann haben sie das Gefühl, dass sie dir nur lästig sind. And if they have the sense you are annoyed with them, und wenn die das Gefühl haben, dass sie dir nur lästig sind, you are telling them that they are worthless. Dann sagst du ihnen damit, dass sie eigentlich wertlos sind. And this is what we pass on to our children. Und das ist das, was wir dann auch weitergeben an unsere Kinder. And with worthless children, und mit wertlosen Kindern, we then give them a God, dann geben wir ihnen auch noch einen Gott, that must be valuable by the things they do. Dann müssen sie wertvoll sein bei dem, was sie tun. This is the worst type of psychological abuse. Und das ist die schlimmste Art von psychologischem Missbrauch. The Trinity is a masterpiece of deception. Die Dreieinigkeit ist ein Meisterstück der Verführung. It is a doctrine that gives you the sense that you are remembering the Father and the Son. Es gibt dir eine Lehre und gibt dir das Gefühl, dass du an Vater und Sohn, dass du an sie denkst. Where in actual reality you are completely destroying them. Aber in Wahrheit tust du sie vollkommen zerstören. The personality and individuality of both Father and Son. Weil die Persönlichkeit und die Individualität von beiden, von Vater und von Sohn, is completely destroyed. Werden vollkommen zerstört by this mystical oneness. Durch diese mystische Einheit. As Augustine wrote, wie Augustin geschrieben hat, and quoted by one of our Adventist theologians, und der wurde auch zitiert von einem unserer adventistischen Theologen, to try and understand the Trinity will drive you insane. Wenn du versuchst, die Dreieinigkeit zu verstehen, das wird dich in den Wahnsinn treiben. To deny the Trinity will cause the loss of your soul. Aber wenn du die Dreieinigkeit verleugnest, dann wirst du deine Seele verlieren. That is the definition of hell itself. Und das ist die Definition der Hölle selbst. You cannot understand it. Du kannst es nicht verstehen. But if you deny it, aber wenn du es verleugnest, you go to hell. Dann wirst du in die Hölle fahren.
This is crazy. Das ist Wahnsinn. Paul says in 1 Thessalonians 5. In 1. Thessaloniker 5 sagt Paulus. Prove all things. Prüft alle Dinge. I cannot prove the Trinity. Ich kann die Dreieinigkeit nicht beweisen. So it must go in the bin. Also muss es in die Mülltonne. Because it's not in the Bible. Es ist nämlich nicht in der Bibel. And people feel sometimes offended by the strength of my language. Manchmal fühlen sich die Leute ein bisschen angefochten durch die Art und Weise, wie ich spreche. Maybe it's because I'm a Dutchman. Vielleicht weil in mir ein Holländer steckt. But I don't think so. Ich weiß nicht, ob es steckt. Don't put it on the Dutch. Leg es nicht auf die Holländer. It's a question of love. Es ist eine Frage der Liebe. I'm in love with the Son of God. Ich liebe den Sohn Gottes. And I was introduced to another lover. Aber mir wurde ein anderer Geliebter vorgestellt. Who is acting as the Son of God. Der zwar so handelt oder schauspielert, als sei er der Sohn Gottes. And I was deceived by him. Und ich bin von ihm betrogen worden. And it did very crazy things to my head. Und es hat zu meinem Geist wirklich verrückte Dinge getan. And so when I was finally released from this. Und als ich da schließlich erlöst worden bin. What a relief. Was für eine Erlösung war das? My beloved. Mein Geliebter. The Son of God. Der Sohn Gottes. So, yes, I have very strong feelings about this subject. Ja, ich habe über dieses Thema wirklich sehr starke Gefühle. I don't want to stand on anyone else's toes. Ich möchte nicht irgendjemand auf die Füße treten. Everyone must have the right to believe according to his own conscience. Jeder hat das Recht zu glauben gemäß seinem eigenen Gewissen. If someone seriously believes in the Trinity and they believe they can prove it from the Word of God. Wenn jemand ernsthaft an die Dreieinigkeit glaubt und glaubt, er kann sie durch das Wort Gottes beweisen. I support their right to believe this way. Dann sage ich ja, dann glaub ebenso. They have every right to do this. Natürlich haben sie das Recht, so zu glauben. And I'm not against them for that. Ich bin auch deswegen nicht gegen sie. But I cannot worship this God. Aber ich kann diesen Gott nicht anbeten. It does nothing for me. Er tut nichts für mich. And so, I went through a process with the Adventist Church. Ich bin durch einen bestimmten Prozess gegangen mit der Adventgemeinde. I wrote the book called Return of Elijah. Ich habe dann ein Buch geschrieben, das heißt Die Rückkehr des Elia. Where I laid out systematically all the reasons why the Trinity is a problem. Wo ich systematisch alle Gründe ausgelegt habe, warum die Dreieinigkeit falsch ist. And why it is the central teaching of the Catholic Church. Und auch der Grund, warum es die zentrale Lehre der katholischen Kirche ist. Because if you believe three persons is one God. Wenn du glaubst, dass drei Personen ein Gott sind. It doesn't matter what version of this you believe in. Und ganz egal, welche Version der Dreieinigkeit du glaubst. Every variation of this has the same effect. Im Prinzip hat jede Variation der Dreieinigkeit dieselbe Auswirkung. Okay, Adventists say we don't believe in eternal generation. Das sagt die Adventisten sagen, wir glauben nicht an die ewige Generation. And they accuse us of believing a Catholic doctrine. Because we believe in that the Son is begotten of the Father. Sie beschuldigen uns, dass wir falsch liegen, weil wir glauben an den, dass der Sohn geboren ist vom Vater. But in the end, 3 = 1 God is the same effect. Aber am Ende ist es immer so, 3, die ein Gott sind, das ist immer dieselbe Auswirkung. It destroys the image of Father and Son. Es zerstört dieses Bild vom Vater und vom Sohn. That should be reflected in husband and wife. Das wiedergespiegelt werden sollte im Ehemann und der Ehefrau. And so this is why I wrote the book Life Matters. Und das ist auch der Grund, warum ich das Buch Die Frage des Lebens geschrieben habe. Haben wir auch noch hier. Because when you worship the wrong God, wenn du den falschen Gott anbetest, it takes the blessing out of our homes. Dann nimmt es den Segen aus unseren Heimen heraus. This is why Elijah must come. Deswegen muss der Elia kommen. And he will turn the hearts of the fathers to the children. Weil der die Herzen der Väter wieder zu den Kindern wenden wird. And the children to the fathers. Und die Herzen der Kinder wieder zu den Vätern. Lest I smite the earth with a curse. Damit ich die Erde nicht mit dem Fluch schlagen muss. And what is that curse? Was ist das für ein Fluch? No blessing. Kein Segen von den Fathers, Vätern. Fathers, husbands, no longer speaking words of blessing. Väter und Ehemänner sprechen keine Worte des Segens mehr. Women seeing no need to honor and submit to their husband. Die Frauen haben kein Bedürfnis mehr, ihre Männer zu ehren und sich ihnen zu unterwerfen. I'm equal to you. Ich bin genauso wie du. I don't have to submit to you. Ich muss mich dir doch nicht unterwerfen. And so
The blessing system is destroyed. So dieses ganze Segenssystem ist zerstört. So the message that we are sharing, die Botschaft, die wir hier teilen, is aimed to restore this. Die hat das Ziel, das wiederherzustellen. To bring back this principle of blessing into our homes, um dieses Prinzip des Segens wieder in unsere Heime zu bringen und in unsere Gesellschaft. I spoke to one of my friends in the Adventist church. Ich habe zu einem meiner Freunde in der Adventgemeinde gesprochen. And he listened to what I said. Und er hat zugehört. And he said, "Oh, that's ambitious." Er sagte, naja, du hast aber ganz schön was vor. Oh, all we have to do is preach that Jesus is coming immediately. Aber das einzige, er sagt, das einzige, was wir predigen müssen, ist doch, dass Jesus bald kommt. If we preach that Jesus comes immediately, wenn wir predigen, dass Jesus sofort kommt oder bald kommt, and we keep bashing on the Pope's head, und wir halten natürlich daran fest, dass wir den Papst schlecht machen, we don't have to worry about changing. Dann brauchen wir uns ja nicht um unsere eigenen, dass wir uns ändern müssen, zu kümmern. But this is the problem with this. Focus on this teaching. Das ist das Problem, wenn wir uns auf diese Lehre konzentrieren. Jesus cannot come. Jesus kann nicht kommen. Until we have his character. Bevor wir nicht seinen Charakter haben. There must be 144,000. Da müssen 144,000 sein. That reveal this character. Die diesen Charakter offenbaren. And you're only going to get this character. Und du bekommst diesen Charakter nur, if you worship the true God. Wenn du den wahren Gott anbetest. And we bring our families and communities into the same image as this God. Und wir bringen unsere Familien, unsere Gemeinschaften in dasselbe Bild von diesem Gott. There's no other way. Es geht nicht anders. We're not going anywhere. Wir erreichen gar nichts. Until we come into the channel of blessing. Bevor wir nicht in diesen wahren Segenskanal hineinkommen. That's how I understand it. So verstehe ich das. When I wrote this book, The Return of Elijah, als ich dieses Buch, Die Rückkehr des Elia, geschrieben habe, I went through a 2.5-year process with the Adventist Church. Dann bin ich 2,5 Jahre durch einen Prozess mit der Gemeinde gegangen. And during that time, I had to say nothing. Und in dieser Zeit durfte ich nichts sagen. About what I believe. Darüber, was ich glaube. But people were leaking my documents. Sending it out to other people. Aber Leute haben eben mein Dokument an andere weitergeschickt. And the part they hated the most, und das, was sie am allermeisten gehasst haben an diesem Dokument, the end of the book, das habe ich am Ende dieses Buches geschrieben. I want to ask forgiveness to every person that I baptized into the Trinity. Dann da habe ich geschrieben, ich bitte jede einzelne Seele um Entschuldigung, die ich in die Dreieinigkeit hineingetauft habe. That was more than 100 people. Das waren mehr als 100 Leute. It's a lot of baptisms. Das waren viele Taufen. And so that means a lot of sin. Und das heißt auch eine Menge Sünde. On my part. Und zwar von meiner Seite aus. People look to me and say, "Oh, you know, Adrian, you preach the gospel and you travel around. You are a righteous man." Die Leute, die schauen auf mich und sagen, du predigst das Evangelium, du reist viel rum, du bist ein gerechter Mann. How many of you baptized 100 people into Baal? Wer von euch hat 100 Leute in den Irrtum reingetauft? That makes me the chief of sinners. Das macht mich der Chef der Sünder. Puts everyone else's sins in the shade. Dagegen sind alle anderen Sünden gar nichts. So, this really upset them. Und das hat sie wütend gemacht, dass ich das geschrieben habe. And maybe I shouldn't have said that. Vielleicht hätte ich es auch nicht sagen sollen. But I'm not saying it in anger. Ich habe es ja auch nicht in ärgerlich gesagt. I'm saying it because I feel it deeply in my heart. Weil ich es tief in meinem Herzen so fühle. The Bible says when you teach error. Die Bibel sagt, wenn du den Irrtum predigst, you must confess it. Dann musst du es bekennen. And I think that my brethren in the church, ich denke, dass meine Geschwister in der Gemeinde, would have had felt more relieved if I had have attacked them, die hätten sich besser gefühlt, wenn ich sie jetzt direkt angegriffen hätte, than to confess the error of baptizing people into the Trinity. Anstatt dass ich meinen eigenen Fehler bekannt habe, dass ich die Leute in die Dreieinigkeit getauft habe. But when you sin in public, aber wenn du öffentlich sündigst, you confess in public. Dann musst du es auch öffentlich bekennen. And so I had to do this. Ich musste es tun. And so after 2.5 years, nach 2,5 Jahren, the church, their initial response to me, ihre Reaktion darauf, is to say to me, "We see no light in what you are saying." Sie haben dann zu mir gesagt, wir sehen kein Licht in dem, was du verkündigst. And do you know how many Bible texts they quoted? Und wisst ihr, wie viele Bibeltexte sie zu mir mir zitiert haben? Zero. Null. Null.
And they say we encourage you not to have this type of thinking. Und sie haben gesagt, ja, wir ermutigen dich und bitten dich, dass du diese Art des Denkens nicht mehr hast. And while I love my brothers and sisters in the church. Und ich liebe meine Geschwister wirklich sehr in der Gemeinde. I want to say very calmly. Da möchte ich aber doch sehr ruhig und beherrscht zu ihnen sagen. Nobody tells me how to think. Niemand sagt mir, wie ich denken soll. No one. Niemand. Only my father. Nur mein Vater. If you want to influence my thinking, wenn du mein Denken beeinflussen willst, you must use this book. Dann musst du schon das Buch benutzen. And persuade me from this book. Musst du mich von diesem Buch her überzeugen. But do not tell me to think, not think in a certain way. Aber sag mir nicht so, bitte denke du nicht in auf diese Art und Weise. Simply because you are the president. Nur weil du vielleicht der Präsident der Gemeinschaft bist. I'm sorry. Tut mir leid. This is not. Das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. And so they asked me, what are you going to do? Dann haben sie mich gefragt, was willst du jetzt machen? And I said, after they said, no light. Nachdem sie gesagt haben, sie finden kein Licht in dem, was ich ihnen präsentiert hatte. I said, my Savior said to me. Dann habe ich ihnen gesagt, mein Heiland hat zu mir gesagt. In his word. In seinem Wort. If you confess me before men. Wenn du mich vor den Menschen bekennst oder wenn ihr mich bekennt vor den Menschen, I will confess you before my father. Dann werde ich euch vor meinem Vater bekennen. But if you deny me before men, aber wenn ihr mich vor den Menschen verleugnet, I will deny you before my father. Dann werde ich auch euch verleugnen vor meinem Vater. And so I said to them, dann deswegen habe ich zu ihnen gesagt, I must confess the name of the only begotten son. Ich muss den Namen des eingeborenen Sohnes bekennen. I've given my heart to him. Ich habe mein Herz ihm gegeben. And nothing is going to shake my confidence in him. Und nichts wird meine Zuversicht an ihn und oder in ihm erschüttern. And so they said, resign from the church. Dann haben sie gesagt, dann tritt zurück. I said, no. Ich habe gesagt, nein, das werde ich nicht tun. This is God's church. Das ist Gottes Gemeinde. It's in apostasy. Die ist zwar, die befindet sich im Abfall. But it's God's church. Trotzdem ist es immer noch Gottes Gemeinde. So I said, but if you want to discipline me. Aber wenn ihr mich disziplinieren möchtet, I will submit to your discipline. Dann werde ich mich eurer Disziplin unterwerfen. I will not fight against you. Ich werde nicht dagegen kämpfen. And so on Christmas Eve. Am Abend von Weihnachten habe ich einen Brief von Ihnen bekommen. Your credentials are annulled. Also deine Pastorlizenz oder so wurde annulliert. It's just as well. I don't believe in Christmas. Ich meine, ich glaube nicht an Weihnachten. And then 2.5 years later, 2,5 Jahre später, I receive a letter. Habe ich noch einen Brief bekommen. Oh, your name has come up for disfellowship. Jetzt haben wir deinen Namen aus der Gemeinde ausgeschlossen. Oh, you can come if you want. Aber du kannst trotzdem noch teilnehmen, wenn du möchtest. But you don't have to. Du musst nicht. At that time I was living 1600 kilometers away. Zu der Zeit habe ich 1600 Kilometer da weg gewohnt. So I had to drive up to Brisbane. Du musst dich bis nach Brisbane hochfahren. And on the way I drove past Sydney. Und ich bin dann über Sydney gefahren. And I drove up a street called Fox Valley Road. Und da bin ich eine Straße lang gefahren, die heißt das Fuchstal. Die Fuchstalstraße. This is the main street of Adventism in Australia. Und das ist die Hauptstraße für die Adventisten in Australien. And as I'm driving past, I'm looking to the left. Und dann bin ich da lang gefahren, dann habe ich nach links geschaut. And there was the place that I was born. Da war der Platz, wo ich geboren wurde. Adventist Hospital. Das Adventistische Hospital. And on the right, rechts, is the division offices. Ist da ein großes Büro der Division. For all my, all the men that had mentored me and trained me had come from here. Da waren all die Männer, die mich, meine Mentoren, meine Lehrer, die kamen alle daher. And the thought comes into my mind. Da kamen mir die Gedanken. Are you sure you want to give all this up? Bist du dir sicher, dass du das alles aufgeben willst? Mm-hmm. This is your life. Das ist doch dein Leben. These are all your friends. Das sind alles deine Freunde. One man said to me in an email. Einer hat zu mir gesagt, hat mir geschrieben in der E-Mail. What makes you think that you are right? Was bringt dich denn dazu zu denken, dass du richtig bist? You are only one man. Du bist doch nur ein einziger. Look how many other ministers believe what you believe. Guck doch mal, ob einer von den ganzen anderen Predigern dasselbe glaubt, was du glaubst. Oh, you have to think about it, don't you? Ja, da musst du schon drüber nachdenken. Doesn't matter how smart you think you are. Ganz egal, wie clever du glaubst, dass du selber bist. What if you're wrong? Kann ja passieren, dass du falsch liegst. I could be wrong. Ja, ich könnte falsch sein. I mean, I've been very sick.
Ja, ich war ziemlich krank. And sometimes because of my illness, und weil ich zu der Zeit sehr krank war, I could get quite agitated. Dann wurde ich manchmal auch ein bisschen, ja, ein bisschen aufgeregt. And so I'm asking myself the question. Deswegen habe ich mir selber die Frage gestellt. Maybe you are wrong. Vielleicht liegst du falsch. And it was a few days before this. Und ein paar Tage vor diesem, sometime before this, oder eine kurze Zeit vorher, I prayed to God. Da hatte ich gebetet. Let me wake up tomorrow morning. Lass mich morgen früh aufwachen. And let my mind be the way it was 5 years ago. Und lass mich doch da mit demselben Geist aufwachen, den ich vor 5 Jahren hatte. I knew it was a silly prayer. Das war wirklich ein dummes Gebet. I didn't want to give everything up. Ich wollte irgendwie doch nicht alles aufgeben. But the next morning I woke up. Nächsten Morgen bin ich aufgewacht. And of course I'm reading my Bible. Natürlich habe ich meine Bibel gelesen. And every text is saying Jesus is the Son of God. Und jeder Text sagt mir, Jesus ist der Sohn Gottes. There's only one way for me to give up what I believe. Es gibt nur einen Weg für mich aufzugeben, das was ich glaube. And that is to prove it from the Bible. Und das ist, wenn ich was aufgebe, dann muss es mir bewiesen werden aus der Bibel. Aber je mehr ich darin lese, desto mehr finde ich, dass Jesus der Sohn Gottes ist. And so my conscience was fully resolved. So mein Gewissen war vollkommen klar. And as one, another dear friend wrote to me, ein anderer lieber Freund hatte mir geschrieben, you and your stupid conscience, du und dein dummes Gewissen, causing all this problem in the church. Was du für Probleme in der Gemeinde schaffst. I'm sorry. Tut mir leid. It's all I have. Das ist alles, was ich habe, ist mein Gewissen. It's my conscience. Das ist mein Gewissen, ja. And so I go to the church. Ich gehe jetzt in die Gemeinde. For this disfellowship meeting. Wo ich dann zu diesem Treffen, wo ich da ausgeschlossen werden sollte. And I'll never forget the night when I'm getting in the car to go to this meeting. Ich werde auch den Abend nie vergessen, wo ich dann ins Auto gestiegen bin, um zu diesem Treffen zu fahren. And I see the moon. Ich habe den Mond gesehen. It's completely full. Und er war vollkommen voll. Broad and full. So hell und voll. And the begotten Son once again goes for his execution. Und der Sohn Gottes geht wieder zu seiner Hinrichtung. So I go to the church that I had pastored. Ich gehe zu der Gemeinde, wo ich der Pastor war. And I think of what am I going to say to them? Dann habe ich darüber nachgedacht, was soll ich ihnen sagen? They graciously gave me 15 minutes to speak. Gnädigerweise haben sie mir 15 Minuten eingeräumt, wo ich was sagen durfte. Now, I'm a third generation Seventh-day Adventist. Ich habe gesagt, ich bin ein Adventist der dritten Generation. Many of the people that I was looking at had only been in the church a few years. Viele der Leute, zu denen ich, die da anwesend waren, die waren nur einige Jahre in der Gemeinde. So many of them I had trained. Viele von ihnen hatte ich selber ausgebildet. I had baptized. Ich habe sie getauft. I had married. Ich habe sie getraut. Dedicated their children. Ich habe ihre Kinder geweiht. Now they have come to disfellowship me. Jetzt kommen sie und entscheiden, mich auszuschließen. What do you say? Was sagst du da? Does your flesh rise up? Da will manchmal dein Fleisch hochkommen. What is wrong with you people? Was ist falsch mit euch, Leute? Habt ihr ein Problem? But I prayed before I left. Aber ich hatte gebetet, bevor ich gefahren bin. That the face that I saw on the cross when I was converted. Dass ich hatte darum gebetet, dass der Glaube, den ich am Kreuz gesehen habe, als ich bekehrt worden bin. Would be the face they would see when they disfellowship me. Dass es derselbe Glaube wäre, den sie sehen würden, wenn sie mich ausschließen. That's what I prayed. Und darum hatte ich gebetet. And when the vote came through. Und als dann das Abstimmungsergebnis kam. And I was voted out. Und ich tatsächlich ausgeschlossen wurde. I sensed the Spirit of God. Da habe ich den Geist Gottes gespürt. The Spirit of Jesus. Christi Geist. Said to me, just let me love them through you. Und der Geist von Jesus hat zu mir gesagt, lass mich sie durch dich lieben. And I felt this peace. Und dann habe ich diesen Frieden gespürt. I felt only love for them. Ich habe nur noch Liebe für sie gefühlt. Such a beautiful feeling. Das war so ein schönes Gefühl. I'm like, wow, this is really cool. Ich habe gedacht, wow, das ist cool. I'm not feeling any anger at all. Ich bin überhaupt nicht ärgerlich. And one young man came up to me. Dann kam ein junger Mann zu mir. And he's crying. Und er hat geweint. And he said, I didn't want this to happen. Er hat gesagt, ich wollte nicht, dass das geschieht. And I'm comforting him. Und ich habe angefangen, ihn zu trösten. So, it's okay. Und er hat gesagt, es ist nicht so schlimm. I'm fine. Ist doch okay.
And he confessed to me later. Später hat mir dann gesagt. Oh, I felt pressured to vote you out, so I voted you out of the church. Dann hat mir bekannt, oh, ich habe so einen Druck gefühlt, dass ich auch gegen dich wähle, und ich habe es gemacht. I thought my vote wouldn't matter. Ich habe gedacht, meine eine Stimme macht ja nichts aus. I didn't believe they could vote you out. Ich konnte nicht glauben, dass sie es wirklich machen. And when I heard the vote. Und als ich dann das Ergebnis gehört habe. Voted out. Ausgeschlossen. He was so shocked that he could do this. Er war so geschockt, dass sie das tun konnten. That he went out of the Adventist church for 2 years. Er ist aus der Gemeinde gegangen, 2 Jahre lang, ist nicht mehr hingegangen. He couldn't forgive himself for what he did. Und er konnte sich selbst nicht vergeben für das, was er getan hatte. But I tried to stay in contact with him. Ich habe versucht, mit ihm in Kontakt zu bleiben. And now he believes in the Father and Son. Und jetzt glaubt er auch an Vater und Sohn. And he's part of our group. Er ist ein Teil unserer Gruppe. And I went home that night. Bin an dem Abend nach Hause gefahren. And I slept wonderfully. Ich habe so wunderbar geschlafen. Heaven is cheap enough. Der Himmel ist billig genug. I am my beloved's and my beloved is mine. Mir gehört mein Geliebter und mein Geliebter und ich gehöre meinem Geliebten. What cost is it? Was kostet es? To have the Son of God? Was bedeutet es oder was ist zu teuer, um den Sohn Gottes zu besitzen? I count all these things but dung. Ich zähle all diese Dinge als Müll. Save for the excellency of the knowledge of Jesus Christ and Him crucified. Und zwar im Gegensatz dazu, dass ich das Wissen habe von Christus und von ihm gekreuzigt. And so that is why it is so important to me. Und deswegen ist es mir so wichtig. It's an issue of love. Es ist ein Thema der Liebe. It's an issue of family. Es geht um Familie. It's an issue of blessing. Es geht um Segnung. And it's an issue of righteousness by faith. Und es geht um Gerechtigkeit durch Glauben. And so that's why I chose the Son of God. Und deswegen habe ich den Sohn Gottes erwählt. Maybe we can sing a song. Vielleicht können wir jetzt ein Lied singen.